Na, schaut mal. Was ist das für ein straffer Reifen, was? Vom Schurbus. Leute, ich freue mich. Ich bin nämlich hier gerade unterwegs und habe diesen wunderbaren Bus gesehen. Und ich wurde eingeladen von Shure, von meiner Lieblingsmikrofonfirma. Die feiern nämlich gerade 50-jähriges Bestehen vom SM7B. Das Mikrofon kennt ihr. Und deswegen haben die mich eingeladen ins Paradies. Ich darf heute zu Thomann, dem größten Musikhaus der Welt. Und da gehen wir jetzt hin. Deswegen gehen wir jetzt in den Bus und fahren damit zu Thomann. Kommt rein. Ist das nicht hier Killer? Schöner alter Ami-Bus. Ich weiß nicht, darf ich fahren? Hier ist kein Platz für mich. Wer fährt das Auto? Jürgen, komm rein! Ja. Guck mal, da ist Jürgen, grüß dich. Hallo. Hallo, schön, dich zu sehen. Was machst du bei Schuhe? Sag mal ganz kurz. Also eigentlich bin ich im technischen Support. Also ja. Kunden helfen, wie sie mit unseren Produkten zu tun haben. Ja. Funkmikrofone und. Und heute bin ich einfach nur Busfahrer. Fahr dich gerne zu Thomann. Dann geht's mal zu Thomann. Ja, mega geil. Und da vorne hat sich Marco versteckt. Marco, jetzt wo du drin bist, was machst du bei Schuhe? Ich mach bei Schuhe Artist, Creator, Influencer in Europa. Das heißt, wenn jemand wie Krogi kommt und sagt, er braucht ein paar Mics, er will was Verrücktes machen, probiere ich das möglich zu machen. Meistens schaffen wir das auch. Das ist wahr. Und jetzt bin ich echt gespannt und freue mich, dass wir zu Thomann fahren. Weil 50 Jahre SM7B, das muss gefeiert werden. Und wir wollen dann natürlich auch übrigens ein Schlagzeug mikrofonieren. Mit wie vielen Mikrofonen? Mit 12 habe ich dabei. Wenn du mehr brauchst, gibt es auch noch mehr. Okay, ich sag mal mit maximal 9 SM7B. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Aber das ist schon eine geile Challenge. Und jetzt geht's los. 10 Hours later. Wir sind angekommen. Jürgen hat uns super hergefahren. Top Job, Jürgen. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Thomann, geiles Musikhaus. Ein Tag im Paradies. Danke, Schur. Vielen, vielen Dank. Ich will jetzt natürlich sehen, was abgeht. 50 Jahre SM7B. Deswegen bin ich hier. Thomann hat Bock drauf. Schur hat Bock drauf. Ich hab ultra Bock. Also lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns rein in das Paradies aller Musikfreunde. Yeah. Das DJ-Licht? Nee, lass zu den Instrumenten. Wir gehen hier lang. Verschiedene Kopfhörer. Kannst du hier ausprobieren. Hier. Erdgeschoss. Keyboards. Ist geil. Habe ich lange gespielt, ein Keyboard. Mutter wollte das so. Aber ich habe mich ja selbst abgegradet und bin, sieht man ja auch, dritte Obergeschoss. Ist jetzt Chefetage. Drums natürlich. Aber auch WC ist auch Chefetage. Also geht's quasi jetzt erstmal hoch. Ich muss erst die Drums sehen. Ist doch dumm, dass die mir Sticks gegeben haben. Was haben die erwartet? Schaut euch an. Das Stockparadies. More Cowbells. Oh. Es ist der beste Tag aller Zeiten. Danke Schuhe, danke Thomann, das ist der beste Tag. Ich bin richtig gehalten. Guck mal, alles nur Doppelfußmaschinen. Für richtig Speed Metal, aggressive, full-on Speed Metal. Now we're talking! Könnte ich bitte meinen türkischen Apfeltee bekommen? Danke. Eine Ocean Drum. Ah. Oh. Was ist das geil? Und jetzt geht's zu der Ecke. Tut mir leid, ich bin hier sehr aufgedreht. Das ist aber wirklich das Allerbeste, wo man mich hinstecken kann. Das Allerbeste. Mein Gott, ich bin richtig außer Puste. Geilste. Piccolo Snare. Ahorn. Pappelkessel, 6 Lagen. Alle werden sich freuen, dass es bis weitergeht. Wie kann die denn so fett klingen? Hä? Wie geht das denn?
finde ich killer. Die Farbe finde ich killer. Das Finish halt. Ultra geil. Hey Leute, der Tiger King aus Hamburg hat natürlich so ein Drumset. Ich brauche das. Das hier ist Porn, Leute. Sowas gibt es? Sowas gibt es? Arabische Nächte, meine Freunde! Ey, wie viel Urlaub soll man denn nehmen, wenn man hier ist? Du brauchst ja einen Monat frei. Unmengen. Alles klar. Snare-Paradies. Sieht gut angehört. Die Snare fandst du? Ja, das ist meine. Die hab ich zu Hause. Schöner Kamenzmann. Ach, das ist ja auch geil. Nimmt man sich die Snare hier raus und legt die hier auf so ein Stativ, fest installiert. Und dann geht's los. Ey, das ist hier alles gedacht worden. Absolut. Absolut alles. Damit du auch ordentlich weißt, was du kaufst. Ja. Die ballert aber richtig. Nimm die mit. Guck mal, ey, wer von euch hat nicht so eine Nische zu Hause? Studio-Equipment, was du brauchst. Studio 1 ist frei. Studio 1 ist frei, Leute. Guck mal, hier seht ihr schon das Shure MV7. Ja? Das ist es nicht, warum wir hier sind, sondern das hier ist es. Das Shure SM7B. Deswegen bin ich hier eingeladen worden. Das feiert nämlich heute Geburtstag oder das ganze Jahr. 50 Jahre gibt es das schon. Und viele Leute im Stream nehmen das ja, oder für Podcast. Eigentlich kommt es aus dem Radiobereich und wurde für Radioübertragung genutzt. Und da haben natürlich auch Musiker sich das geschnappt. Zum Beispiel ein Newcomer damals, Michael Jackson, der hat auch mit diesem Mikrofon gesungen. Und jetzt nutzt das ja viele Leute im Stream. Ihr kennt mal einige Leute, zum Beispiel Etienne Gade nutzt dieses Mikrofon im Stream. Oder auch Michael Krogmann. Oder auch andere Leute, die ganz viele tolle Dinge damit machen. Und wir wollen heute mit 10 Stück von denen ein Drumset mikrofonieren und versuchen, dass es schön klingt. Und ich bin tausendfach dankbar, dass Shure mich heute eingeladen hat, das hier heute zu erleben und bei Thomann sein zu dürfen und hier sich alles anzuschauen zu können. Das ist einfach so geil, wenn ich mir gerade hier alles anschaue, die ganzen schönen Studiomikrofone, wie du die dann testen kannst, gegenhören kannst, einfach für deine Stimme eben das richtige Mikrofon finden kannst, ist einfach total stark. Es ist einfach so durchdacht. So sinnig gemacht. Einfach nur Hammer. Das Teil hier, Manly Voxbox, habe ich als digitalen Nachbau von Universal Audio. Und es begeistert mich jedes Mal, dieses Gerät zu benutzen. Das ist ein 1176 Nachbau. Das ist ein LA-2A Nachbau. Tegla Audio, die haben hier so ein geiles Display drin. Was macht das? Was macht das Display? Also für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was das für Sachen sind. All diese Geräte verändern das Signal oder ja, das Audio-Ursprungsmaterial, was du hast. Also entweder verdichtest du es, indem du komprimierst, oder du veränderst was an der Struktur des Klangs, indem du mit einem Equalizer arbeitest und dann Höhen, Tiefen oder Mitten veränderst. Und das machen all diese Geräte auf unterschiedliche Art und Weise und sind für verschiedene Dinge konzipiert worden. Und die gibt es eben in diesem, ja, in diesem Zollaufbau, die gibt es aber auch für so Lunchboxen, das nennt sich Lunchbox. Da kannst du so ein Gerät komprimiert, also nicht genau das, aber es gibt andere Geräte, komprimiert hier so hochkant einbauen. Auch ein geiles System. Lautsprecher, meine Freunde. Lautsprecher, wie schön. 79, guck mal, Applaus. Yes. Geil, oh, ist das schön. Ich glaube, das sind alle so froh, wenn ich dieses Gebäude wieder verlasse. Aber ich muss das jetzt auskosten, ich bin ja sonst nie hier. Sonst nie, aber es ist einfach nur herrlich. Habt ihr Evil Jared und Kogi? Habt ihr Boom Boom Boom? Habt ihr den Song? Können wir den mal anschließen? Und ich bin hier echt so ein bisschen wie ein kleines Kind, was zu Weihnachten einmal in seinem Leben zu Toys R Us fahren darf. Das ist einfach nur geil, also wirklich.
Aber wir spielen von Scooter I'm Raven. Und da ist die Flötenabteilung, die ist sehr voll, die Flötenabteilung. Da können wir nicht reingehen. Ihr hört schon, aber hört mal einmal so aus. Jürgen, jetzt an den Kies. Okay, ist geil. So, das war's. Hallo. Hey. Moment, es gibt hier eine Bühne. Hier ist eine Bühne aufgebaut. Mit einem Schlagzeug, was schon mikrofoniert ist. Und das sagen die erst jetzt. Ey, das ist der absolute Oberwahnsinn. Nebelmaschinen, Heaven. Das hier ist das Paradies. Das ist das Allerbeste hier. Hier mit rotem Licht. Ja. Shisha-Bar. Das ist ja was aller. Komm, Chat, wir müssen hier weg. Ich kann hier sonst nicht gehen. Komm, helf mir. Helf mir raus aus der Sucht. Guck mal, und hier, das wäre auch möglich gewesen, Marco? Was ist möglich gewesen? Hier, hier zu drehen? Ja. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal. So, Chat, seid ihr da? Hallo, hallo. Okay, ihr könnt mich gut verstehen, das ist toll, weil wir haben hier eine echte Regie, die gerade alles aussteuert, die das Bild macht, die den Ton macht. Und ich fühle mich hier gerade richtig wohl, weil gleich wird's laut und das ist das Geile. Ich bin nämlich hier bei Thomann in Treppendorf und die lieben Leute von Shure haben mich eingeladen. Jetzt werdet ihr euch fragen, Shure, habe ich schon mal bei dir gehört, was ist denn das? Ja, die machen diese Mikrofone hier, diese absolut geilen Mikrofone. Und die starten auch meinen Drumstream immer aus mit verschiedenen Mikrofonen, die eben für die verschiedenen Drums oder Trommeln eben optimiert sind. Dieses Mal haben wir uns was Besonderes überlegt, denn wir feiern 50 Jahre SM7B und das ist dieses Mikrofon hier oder dieses Mikrofon, vielleicht auch das. Sehr wahrscheinlich auch das. Ganz sicher ist es das auch. Und viele Leute nutzen diese Mikrofone für Podcasts oder für, ja, wenn sie ein Radiostudio haben, möglicherweise auch dort, aber vor allen Dingen auch für Streams und für Studioproduktion. Und ja, das habt ihr bestimmt schon gesehen, bei Eddie beispielsweise oder bei mir, ich habe so ein schönes buntes. Und jetzt heute wollen wir mal versuchen, wie es denn klingt, wenn wir ein gesamtes Drumset damit ausgestattet haben, weil das ist eher untypisch, dass man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 an der Bassdrum, 8 SM7B nutzt. Und ich glaube, das ist ganz geil. Und weil ich so dankbar bin und weil diese Kooperation zwischen Shure und Thomann so gut funktioniert, habe ich bei Thomann eine sogenannte Affiliate-Page bekommen. Und wenn ihr jemals in eurem Leben ein Mikrofon kaufen wollt, ja, dann geht auf diese Seite und kauft euch das Mikrofon. Achtung, jetzt kommt der Trick, zum gleichen Preis, aber ich kriege ein bisschen Support davon. Und das ist total geil.
bitte, bitte macht jetzt mit und lasst auch bitte Thoman und Schur ein Herz da. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier heute ein bisschen Quatsch machen durfte in den Räumlichkeiten, dass ich hier im Studio ein bisschen trommeln durfte. Das ist einfach ein sehr, sehr tolles Gefühl, macht sehr viel Spaß. Und im Nachgang gibt es dann auf meinem YouTube-Kanal ein VOD, weil 50 Jahre SM7B haben wir jetzt hier am Drumset gehabt und deshalb bin ich auch hier und da gibt es einen schönen Vlog. Aber jetzt erstmal tausend, tausend Dank. Cool, dass ich sowas machen darf und ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Ich steige jetzt ein und sage Winke, Winke, Arrivederci, Goodbye, ich ist Sikorski, danke Schuhe, danke Thomas, danke euch, Mama Ted gerne, danke die Scheiße, Schuhe, bis dann, euer Kumpel.